Hallo, meine Lieben, herzlich willkommen zurück bei Schuld. Und wir sind ja in der Hölle oder so. Ihr wurde die gesamte Wirbelsäule entnommen. Genau, die hatten wir schon. In der Kiste befinden sich blutige Fleischstücke. Schrecklich. Eine Art Fallbeil. In der Kiste befinden sich blutige Fleischstücke. Dort hängen Sägen und ein Fleischerbeil. An der Wand hängen Zangen, Messer und spitze Metallstäbe. Entsetzlich. Eine riesige blutverschmierte Säge. An der Wand hängen Zangen, bla bla, das hatten wir schon. Hier kann ich auch weit. Ah, ein Kühlraum oder was? Was soll das denn hier? Arme und Beine von Menschen. Die Deckel sind festgefroren. Arme und Beine von Menschen. Bla bla bla. Kisten sind leer. Ich habe ein bisschen Angst vor einem Jumpscare, muss ich sagen. Bin leicht angespannt. Oh. Das Fass ist bis oben hin mit Blut gefüllt. Ist doch nicht normal. Entsetzlich. Ich meine, oh, das ist ein Fleischwolf. Der Behälter ist fast komplett gefüllt mit zerkleinertem Fleisch. Ein riesiger Fleischwolf. An der Wand hängen Zangen, bla bla. Das ist doch. Also ich meine, Gott hin oder her, ne? Was ist denn das? Brecheisen erhalten. Oh, schön. Die Kiste ist bis zum Rand mit Knochen gefüllt. Also es ist echt, aus dem Loch kommt ein unangenehmer Geruch. Wahrscheinlich riecht hier alles unangenehm. Entschuldigung mal bitte. Ja, herrlich. War hier irgendwie? Ne, hier kam ich noch nicht weiter, weil da sind so Zacken im Boden. Da möchte ich gar nicht ausprobieren, ob ich da rein kann. Die Tür rührt sich kein Stück, da kam ich her. Was ist denn das? Was ist das? Köpfe? Ich glaube, das sind Köpfe. Das Fass ist fest verschlossen. Okay. Kann man hier rein? Ah, schick. Das, was genommen wurde, musst du dazu tun. Das, was genommen wurde, musst du dazu tun. Ich möchte mal eben erst bei der anderen Tür gucken, wenn das möglich ist. Ich überlege mir dann gleich, was das hier sein könnte. Kann ich mir das hier angucken? Nein. Wie gesagt, Gott hin oder her, aber für so ein Arschloch, das glaube ich nicht. Kann ich hier durch? Wahrscheinlich nicht. Ich speichere mal und probiere. Okay, ich kann hier auch nicht speichern. Wahrscheinlich kann ich da nicht durch. So ohne weiteres. Außer ich kann dem ausweichen. Das kann natürlich sein. Ihhh. Ups. Schrecklich. Ja. Allerdings. Okay, der geht immer darüber und dann. Aha, auch ein interessantes Bewegungsmuster. Ich glaube, da kann ich stehen. Yep. Okay, man wird dann an den Anfang zurückgesetzt. Wenigstens ist man nicht tot. Da kann ich hin. Dann warte ich, bis er wieder nach hinten geht. Da kann ich hin. Dann kann ich nach oben. Ach. Mensch. Ich hasse solche Timing-Sachen. Ich kann sowas einfach nicht. Oh, seht ihr? Jetzt hört das schon, sogar schon beim ersten auf. Manu! Ich werde dann aber auch zu ösig, wenn ich sowas zu oft machen muss.
So. Der ist ätzend. Und okay. Wie ich sowas hasse. Okay, was haben wir hier? Bevor man die Truhe öffnen kann, muss man die Scharniere entfernen, aber die Schrauben rühren sich kein Stück. Vielleicht können sie mit einem Werkzeug gedreht werden. Nein! Die Kiste ist leer. Sag mir jetzt nicht, ich muss hinter der Tür da hinten erst das Werkzeug holen. Ah, ich kann bestimmt nicht den. Die Brechte. Natürlich nicht. Oh, nee. Okay, muss ich den Scheiß nochmal machen dann. Ja, ich will gar nichts von euch. Wenigstens ist der Rückweg dadurch einfacher. Wie schön. Positiv denken. Okay, dann muss ich das da oben machen. Was genommen wurde, musst du dazu tun. Da fehlt immer ein Strich oder mehrere. Sehe ich das richtig? Probieren wir mal. Beim ersten sind vier Striche und da unten sind nur noch drei, also ist einer. Dann haben wir hier fehlen zwei. Dann haben wir eins, zwei, drei, vier. Dann haben wir hier fehlt wieder einer. Da fehlen eins, zwei, drei, vier, fünf. Ne? Ja. Und eins, zwei. 3, 4, 5, 6. Ne, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, gut. Wenigstens sowas kann ich. Oh, oh, was? The fuck? Wie wär's mal mit einer Warnung oder so? Knopf. Ich hab einen Knopf gedrückt. Was ist jetzt? Mie! Wofür war der Knopf? Hier ist auch kein Schraubenzieher oder sonst irgendwas. Ich muss wieder zurück. Alter! Ich möchte das speichern. Ich habe 80 von 100 Lebenspunkten. Ich speichere das jetzt trotzdem. Und zwar da oben. Mann, 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 Mann. Tja, wie gesagt, ich habe einen Knopf gedrückt. Der mir nichts bringt, wahrscheinlich. Hier war ja auch sonst nichts mehr, oder? Was war hier denn? Ach, das war das. Ah. Auf dem Schloss ist ein silberfarbenes Herz abgebildet. Jetzt sag mir nicht, ich muss da oben aus der Kiste erst... Boah, ich guck nochmal. Das ist ja alles zu. Ich muss bestimmt von irgendeiner Leiche... Irgend so einen Kettenanhänger oder sowas holen. Okay, hier ist nix. Ach, hier kann man auch noch runter. War ich da schon? Ja, da war ich schon. Das war der Fleischwolf. Und das war die Kühldingens hier. Arme und Beine. Juhu. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hier weiter muss. Ich möchte mich jetzt aber auch nicht schon wieder da oben durchquälen und dann ist das hinterher nur für den Arsch, so. Menschliche Organe, juhu. Ach, Mensch. Hier sind überall nur... Nee, hier gab's nur die Brechstange. Würde ich mal sagen. Sonst gab es hier gar nichts, ne? Nur die Brechstange. Und hier ist wirklich auch nichts sonst. Im Schrank hängen Fleischerhaken in unterschiedlichsten Größen. Juhu! Was ist das? Kann ich das lesen? Auf dem Zettel stehen Zeichen, die ich noch nie zuvor gesehen habe. Die Tür ist verschlossen. Auf dem Schloss ist ein silberfarbenes Herz abgebildet. Ein silberfarbenes Herz. Ich habe kein silbernes Herz. Ich könnte mit Sicherheit ein rotes irgendwo her besorgen. Dürfte nicht ganz so schwierig werden. Menschliche Schädel. Juhu! Was es hier nicht alle gibt.
kann ich mir auch nicht näher angucken da unten. Was ist denn hier eigentlich? Das ist das. Und hier ist das. Mehr ist hier nicht. So, und da gab's. Was gab's denn jetzt hier eigentlich? Schon wieder vergessen. Ach ja, ihn hier. Aha, den Schalter, der die Dinger runter macht. Ja, okay. Ich glaube, ich muss hier nochmal rein. Vielleicht muss ich irgendwo an einem bestimmten Punkt hin. Aber ich kann ja nur, wenn dann... Da hängt ein Zettel, da komme ich aber nicht dran. Da oben ist so ein Haufen. Das könnte sein, dass ich da irgendwie rein muss. Nochmal. Schrecklich, ja. Schrecklich. Aber da ist sonst nichts. Ein abgetrenntes Bein. Der da nackt an dem Kopf. Ich kriege die Kiste doch sonst nicht auf. Wie soll ich denn das machen? Ne, hier ist ja sonst auch wirklich gar nichts. Das war knapp. Hey, beim ersten Versuch. Also beim ersten neuen Versuch. Die Kiste ist leer. Muss man die Scharniere entfernen, aber die Schrauben rühren sich kein Stück. Vielleicht können sie mit einem Werkzeug gedreht werden. Aber wo ist dieses Werkzeug denn? Okay, ich suche das jetzt mal. Und wenn ich es gefunden habe, sage ich euch Bescheid. So. Ich habe was gefunden. Und zwar... hier. Moment. Nein, nicht hier. Nicht in meinem Inventar, sondern hier. In diesem Raum. Und zwar hier. Schraubenschlüssel erhalten. Tudu. Und wir brauchen einen Ihr wisst schon. Die Tür ist verschlossen. Anscheinend wegen dem Hebel an der Wand. Kann ich die Schraubenschlüssel hinlegen, Brecheisen hinlegen? Okay, das war... Gut. Das war Glück jetzt. Gut, jetzt haben wir den Schraubenschlüssel. Mir ist auf dem Rückweg was aufgefallen. Hierher. Zeige ich euch jetzt. Hoffentlich geht das auch von der anderen Seite. Man kann sich hier so ein kleines Stückchen sparen. Weil hier mal wieder ein Fehler in der Matrix ist. Das war knapp. Und zwar hier. Ne? Ist so. Oh ja, okay, gut. Dann kann ich mir den nämlich da unten schenken. Der ist am schwersten, wie ich finde. So, dann sind wir auch schon wieder durch. Und können die Kiste öffnen. Silberschlüssel erhalten. Ein Silberschlüssel ist aber nicht unbedingt das gleiche wie ein Silberherzchen, ne? So, hier können wir ja auf dem schnellsten Wege wieder nach draußen. Das ist sehr schön. Jetzt weiß ich nur nicht mehr, wo das war. War das hier? Ja. Ich glaube schon, oder? Nee. Nee, hier war nur der Hebel. Nein. Hier war nichts weiter von Bedeutung. Sondern das war hier. Hier. Juhu. Tür wurde aufgeschlossen. Schlüssel wird nicht mehr gebraucht. Das ist von der Kettensäge überhauptet. Ich wette, die könnte man noch gebrauchen. Ach du Scheiße. Ja, ich speichere ja schon. Nett, wie das Spiel mich darauf hinweist. Die Kiste ist leer. Habt ihr denn 100 Leben jetzt überhaupt? Oder wie? Oder was? Ich kann hier nicht. Okay. Ja gut, ich laufe los, sobald das... The fuck? Scheiße! Ach man, wieso immer so eine Timing-Kacke? Ich kann diese Timing-Sachen doch nicht, Mensch. Ich hasse die. Hat das irgendwie einen anderen Intervall oder so? Ne. Es bleibt immer gleich. Das ist aber auch doof. Nochmal. Nein, weil ich, dass man dann stehen bleibt, ist natürlich semi-gut. Aber ich verschätze mich immer, wann das... Ja, komm, töte mich. Ich mach's nochmal. Ich verschätze mich immer, wann das kommt.
Ich denke dann immer so, jetzt kannst du loslaufen, damit du auch wirklich rechtzeitig machst. Das war wieder zu langsam, ja. Ich sag da jetzt nichts mehr zu. Ich hasse diese Timing-Sachen wirklich. Ich kann sowas gar nicht. Ja, nee, klar. Scheiße. Boah, kommen da noch mehr oder war's das jetzt mal? Also was hasse ich ja auch. Ich trau mich nicht. Ja sicher, dat. Ich habe auch irgendwie noch so einen Lebenspunkt oder so. Ist kein Problem. Ich trau mich nicht. Kann ich speichern? Bitte! Weißt du, Aaron, ich habe meine Aufgabe stets zur vollsten Zufriedenheit aller Beteiligten erfüllt. Aber nun wird es mir sehr schwer gemacht. Ist interessant, wie ich mich bewege, aber das Fließband nicht. Findest du das Leben gerecht, Aaron? Manchmal habe ich Zweifel gehabt, ob ich das Richtige tue. Mhm. Wusstest du, dass ich mir gerne Komödien anschaue? Ich weiß überhaupt nichts über dich. Ich finde positive Gefühle viel angenehmer als die negativen. No shit? Es ist alles nur ein Spiel, Aaron. Ein Spiel? Hast du dir schon mal Gedanken über den Sinn deiner Existenz gemacht? Jetzt gerade in diesem Moment ja. Das Fließband wird langsam. Du verhältst dich seltsam. Das könnte sein. Ich frage mich, ob es richtig ist, etwas Verbotenes zu tun, um jemandem zu zeigen, dass er etwas Verbotenes getan hat. Ist wie bei Saw. Ist das nicht irrational? Ja, diese ganze verfluchte Welt ist irrational. Virgil, kenne ich Maria wirklich? Traust du deinen Erinnerungen nicht? Ich weiß schon lange nicht mehr, wem oder was ich noch trauen kann. Du kennst sie. Ist sie real? Genauso real wie du. Gut, dann formuliere ich die Frage ein bisschen anders. Bin ich real? Oh, du kommst zu spät. Du kommst zu spät. Sie ist tot. Ist sie etwa dieser Fleischklumpen, der da links von dir liegt? Nein, das kann nicht sein. Du siehst es doch selbst. Sie existiert nicht mehr und es ist deine Schuld. Oh, hättest du nur ihr Leid miterlebt. Sie hat dich am Ende verflucht. Für all das, was wir ihr angetan haben. Möchtest du wissen, was sie am Ende für ein Gesicht gemacht hat? Ich habe ein Andenken behalten. Ich hoffe, es ist ein Polaroid. Bitte lass es ein Polaroid sein. Ja, ich wusste es. Du krankes Schwein. Was geht hier? Wir wissen alles über dich. Was du getan hast, was du denkst und das, wovor du Angst hast. Ja, selbst deine größte Angst kennen wir. Du fürchtest nichts mehr als dick zu werden. Im Ernst? Es ist eine banale Angst, fast schon lächerlich im Vergleich zu dem, was die anderen fürchten. Jetzt flößen die mir hier irgendwelchen Zucker ein, oder was? Das ist echt die Hölle. Doch es ist trotzdem deine größte Angst. Deswegen werden wir dich mästen. So lange, bis dein Körper es nicht mehr aushält. Dieses Spiel ist sponsert bei Dunkin' Donuts. Ach du Scheiße. Mit dem Fleisch von Maria. Du wirst alles fressen.
Ach du meine Güte. Ja. Ich bin nackt und dick. Super. Guck nicht so. Ich habe große Zweifel daran, dass der erwünschte Erfolg noch eintritt. Aber vielleicht war die Chance schon immer gering. Ich habe viele gesehen, die wahnsinnig geworden sind, und ich habe es nie verstanden. Aber jetzt tue ich es. Virgil, bitte erlöse mich von allem. Hab ich nicht genug gelitten? Ich weiß nicht mal für was. Wenn das hier das Leben nach dem Tod ist, dann will ich lieber gar nicht mehr existieren. Lass mich endlich in Frieden ruhen. Das ist nicht möglich, Aaron. Warum? Denn du bist gar nicht tot. Plot-Twist. Und jetzt beenden wir diese Folge an dieser Stelle. Und beim nächsten Mal geht's dann weiter. Im Jenseits oder auch nicht. In der Hölle oder auch nicht. Wir wissen es nicht genau. Auf jeden Fall geht's beim nächsten Mal weiter mit Schuld.